Veranstaltung führt uns nach Barcelona, zum Circuit de Catalunya. Hallo und herzlich willkommen zu Forza Motorsport Nr. 5 auf der Xbox One. Ja, frohes Neues, es ist der 1.1.2014. 2013 ist Geschichte, Mann, war das ein geiles Jahr, oder? Also, gerade für mich ist es sehr, sehr, sehr viel passiert. Nicht nur meine YouTube-Karriere hat begonnen. Also, was heißt YouTube-Karriere? Ein bisschen Let's Playen da. Aber so ganz große Sachen wie Führerschein, Ausbildung beginnen, Abschluss gemacht und sowas. Also, 2013 war ein richtig, richtig schweres, erfolgreiches Jahr. Mal sehen, was 2014 bringt. Auf alle Fälle bringt es mir meinen eigenen Führerschein. Yay! Und ja, und so, ne, geht schon. Mein Ziel ist es übrigens hier bei Forza, mal mein Rekordhalter zu sein von einer Strecke. Das wäre so fett. Pötig Bridge 417 ist unser Rivale. Keine Ahnung, wo der ist. Ich denke mal, der fährt hier bestimmt nicht mit. So, vorsichtig. Oh, nicht rutschen. In Barcelona fahren wir übrigens, wer das jetzt nicht mitgekriegt hat. Oh, nein, 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 nein. Los. Nein, 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 nein. Schade, hat nicht ganz geklappt. Boah, zu viel Heck. Da war zu viel Power auf der Heckachse. Ach, mir macht das Spiel einfach Spaß. Aber wie gesagt, ja. Das war mein Handy. Moment, da muss ich mal kurz gucken, weil normalerweise kriege ich keine Meldung, wenn ich aufnehme. Was? Ah, nee, ist nicht. Ist nicht wichtig. So. Hallo. Ey, der hat abgekürzt. Hallo. Ich kann den Sieg schon schmecken. Pötig Bridge haben wir geschlagen, jawohl. Vorsicht. Na, fahr da rüber. Uah! So, und wenn das Rennen vorbei ist, mache ich mal eine etwas längere Aufnahmepause. Ich, ja, wie gesagt, also die Folge ist dann etwas kürzer, wahrscheinlich nur 7 Minuten.
bin im Moment ein bisschen im Zeitdruck. Ganz wichtig, schaut halt mal, habe ich ja auch schon in der ersten Folge gesagt, bei Twitter und Facebook vorbei. Ja, bei Twitter und Facebook. Ja, schaut mal auf Twitter und Facebook vorbei. Und ganz wichtig, schreibt mir mal in die Kommentare so, was für Spiele ihr entweder erstens noch sehen wollt. Oder was für Spiele euch in der Zukunft für die Xbox One interessieren. Also Spiele, wo ich vor der Kamera stehen muss, sprich vor der Kinect. Die werden mit großer Sicherheit nicht genommen. Ich meine, irgendwann mal, wenn es soweit ist, werde ich irgendwie auch mal Spiele mit Facecam oder so machen. Aber jetzt, finde ich, ist das noch unangebracht. Das lohnt sich noch gar nicht. Zumal ich mich auch nicht so unbedingt zeigen möchte. Ja, also wie gesagt, guckt dann da mal, was für Spiele euch interessieren würden. Und ich guck dann mal, ob ich das irgendwie möglich machen kann. Eins kann ich sagen gleich, Call of Duty Ghosts wird's definitiv nicht sein. Denn ich hatte das Spiel schon für den PC und habe mir die für 120 Euro geholt, also gleich mit ein paar DLCs, die noch kommen sollen. Und ich habe das Spiel direkt wieder zurückgegeben, weil ich kam mit dem einfach überhaupt nicht zurecht. Die Charaktersteuerung ist scheiße, ich finde die Waffen scheiße, ich finde alles scheiße an dem Spiel, ich weiß auch nicht warum. Auf alle Fälle habe ich es direkt zurückgegeben, weil dafür so viel Kohle ausgeben, das sehe ich nicht ein. Zumal mein PC gerade ganz, ganz knapp die Leistung erfüllt und ich muss auf minimalen Einstellungen spielen. Mein Rechner ist dafür einfach nicht geeignet. Also, aber auch für die Konsole. Also Call of Duty wird es definitiv nicht sein. Wenn dann irgendwie was anderes, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr haben wollt. Oder schreibt mir auf Facebook oder auf Twitter, mir egal. Am besten wäre es halt auf Facebook, weil ich da besser einen besseren Überblick habe. Ja, folgt mir auf Twitter, dann verpasst ihr auch so keine Folgen. Denn ich habe nämlich YouTube mit Twitter gekoppelt, so dass, wenn ich was hochgeladen habe, es direkt auf Twitter veröffentlicht wird. Also folgt mir auf Twitter. Und wenn ihr irgendwie Fragen oder so an mich habt, oder wenn ihr auch mal an einer Umfrage teilnehmen wollt, was ich sowieso sehr gerne mal machen würde, liked meine Facebook-Seite, der Link ist alles unten in der behinderten Videobeschreibung. Guckt sich zwar sowieso keine Sau an, aber man muss ja mal drauf hinweisen. So, und ich hoffe, dass wir jetzt hier gleich mit dem Rennen durch sind. Wird wahrscheinlich doch bei 10 Minuten enden, die Folge. Oh, hier ist auch einer rausgeflogen. Und zweiter will ich noch werden. Dritter. So. Wir haben das Rennen abgeschlossen. Im neuen Jahr. Wunderbaro. Super da. So, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause. Strecken. So, Medaille Gold, warum auch immer. Gut. Ich gehe mal zurück auf den Titelscreen. Ja, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Forza Motorsport 5. Und mir macht das Spiel so einen Spaß. Okay, vielen Dank, dass du zugeguckt hast. Und ja, wie gesagt, schau mal in der Videobeschreibung nach. Könnte wichtig sein teilweise.
So, vielen, vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare. Bin ich natürlich auch relativ offen, sage ich mal. Du kannst bei mir mal auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt vorbeigucken, Twitter oder Facebook, da bin ich auch vertreten. Mittlerweile auch Google Plus, das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts, einfach nichts. Gut. Wir sehen uns vielleicht beim neuen oder beim nächsten Video von mir.